Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von KOTOR. Wir sind auf der Leviathan, wir wurden von Sol Caref und seinen bösen Sith-Mannen gefangen genommen. Gott sei Dank konnten wir uns befreien. Und wenn ich sage Gott sei Dank, dann meine ich eigentlich Candorous sei Dank. Ist ja auch fast das Gleiche. Und wir sind jetzt auf dem Weg in die Brücke, während der Rest unserer Crew auf dem Weg zu Ebon Hawk ist, um die freizukämpfen. Sind wir auf dem Weg zur Brücke, um dafür zu sorgen, dass wir auch hier wegfliegen können. Also am besten wir töten die gesamte Führungsriege, die sich hier auf dem Schiff aufhält. Ich klicke da einfach mal drauf. Und ja, jetzt haben wir Rucksäcke an. Ich meine, Umweltanzüge. Oh Gott, ist das langsam. Aber wir haben eine schöne Aussicht und ich kann erzählen, was ich erzählen wollte. Ja, wir bringen am besten die ganze Führungsriege der Sith auf dem Schiff hier um. Und öffnen, glaube ich, von der Brücke aus die Hangartüren, damit wir von hier fliehen können. Und verhindern natürlich auch dadurch, dass wir alle auf der Brücke töten, dass die irgendetwas dagegen unternehmen, wenn wir hier wegfliegen. Wir wurden ja mit einem Traktorstrahl eingefangen. Und das könnte ja einfach wieder passieren. Okay, ich muss in die Richtung gucken, in die ich laufe, weil sonst würde ich mir hier den Weltraum angucken. Aber sobald ich jetzt hier einen Knopf drücke, passiert nichts. Schade. Ich hätte gerne nach links geguckt, während wir hier entlang laufen, aber dann ändere ich komplett auch meine Richtung. Bleibt nicht an dieser Kante hängen. Ich sag's euch nur einmal. Ich komme nicht zurück und hole euch. Diese Sektion hier. Ich weiß nicht, warum die überhaupt existiert, um ehrlich zu sein. Das kann doch kein normaler Plan sein hier. Ne? Wieso gehen wir nicht einfach den normalen Weg innen durch? Aber egal. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Kein gigantischer Hai hat uns gefressen. Ne? Das ist doch schon mal was Gutes. So ein Weltraumhai könnte ja hier existieren. Wer weiß. So, da geht's wieder raus. Das heißt, wir gehen hier weiter. Genau, normale Türen sind gut. Oh, hallo. Mach dein Lichtschwert an, Junge. Oder warte mal. Das ist nicht gut. Ich glaube, die Waffen sind irgendwie alle verschwunden. Warum auch immer. Das ist dein Laserschwert. Und wenn ich sage Laserschwert, meine ich natürlich Lichtschwert. Und die hatte ich, glaube ich, zwei Genoharadan-Klingen gegeben. Machen wir auch wieder so. Und du hast natürlich dein Doppelklingen-Lichtschwert. Was hier irgendwo auch ist. Richtig? Oder hatte ich dir zwei in die Hand gedrückt? Das kann auch sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das sieht gut aus. Aber welches dann noch? Das kurze hier? Nein, das kurze hier. Okay. Du hattest also ein rotes, weil da sind auf jeden Fall irgendwelche Steinchen drin. Und in der Offhand hattest du dann dieses gelbe. Ja. Wo auch ein Angriffsbonus drauf ist. Das macht Sinn. So, dann gibst du uns erstmal Meister Tapferkeit, auf dass unsere Tapferkeit groß ist. Und dann wird Khan ganz tapfer an die betäubten Gegner rantreten und vorschlagen, dass sie doch bitte aus dem Leben treten mögen. Wer bin ich? Um uns das alles ein bisschen zu erleichtern. Oh, du kannst dich um den kümmern. Ja. Zeig, dass du was wert bist, Bastila. Jetzt hätte ich fast was über ihre Mutter gesagt, aber ich habe es mir verknifft. Ja? Ich bin doch gar nicht so böse. Was? Was? Ja, Graf, mach du mal weiter. Bring die um. Ich glaube, ich muss mein Mikrofon ein bisschen leiser stellen, beziehungsweise meinen Spielton, den ich höre. Ich kann mich kaum verstehen über das Geschrei von euch jämmerlichen Sith. Wie ich euch in Stücke schneide. Ja. So. Dich habe ich zum Glück dabei. Das ist sehr gut. Dann ohne einen Heiler in der Gruppe wüsste ich hier gar nicht, was ich machen soll. Dann hätten wir wahrscheinlich viel weniger Medikits. Ja. So, da haben wir ein paar Credits. Da haben wir noch ein paar Spinte, die ich auf jeden Fall untersuchen werde. Ja, da könnten schließlich tolle Sachen drin sein. Zum Beispiel, ich weiß nicht, 5000 Credits hier im Rechten oder so? Ja, das wäre doch mal was. Nee. Leider nicht, aber es war genug Zeug. So, von hier können wir im Prinzip in jede Richtung gehen, oder? Ja, warte mal. Quick Save ist das, ja? Ja? Wenn man so viele verschiedene Spiele spielt wie ich im Moment, da bin ich immer sehr vorsichtig, welchen Knopf ich drücke. Das sieht ominös aus. Gehen wir doch erstmal in die andere Richtung. Wenn es nach oben geht, fürchte ich, erleiden wir mehr oder treffen wir auf mehr Widerstand. So, die Tür ist gesperrt. Und unknackbar. Also das führt dann wahrscheinlich zurück hier zum Kommandodeck, wo wir herkommen.
Also müssen wir hier hochgehen. Ich speichere nochmal das Spiel. Und dann rennen wir hier den Weg hoch. In der Hoffnung... Oh, die Brücke. Na, wenn das nicht praktisch ist, das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Hey, was läuft? Leute. Sehr einfallsreich. Ich schätze, das haben sie euch zu verdanken. Ihr habt eure Lektionen wohl gelernt. Das Einzige, was ihr mir je beigebracht habt, waren Verrat und Tod, Saul. Seid kein Narr. Ich gebe euch und euren Gefährten eine Chance, sich zu ergeben. Eine Chance zu leben. Darth Malak höchstpersönlich ist hier ja unterwegs und wird jeden Augenblick ankommen. Er spricht die Wahrheit, Karth. Ich spüre die Anwesenheit des dunklen Lords. Malak wird euch zerstören. Doch wenn ihr eure Waffen jetzt wegwerft, werde ich meinen Meister bitten, Gnade walten zu lassen. Die Gnade der Sith kenne ich zu Genüge. Ihr habt es schon immer geliebt, Dinge auf die harte Tour zu machen. Lord Malak hätte lebende Gefangene bevorzugt, aber dann muss er sich halt mit Leichen zufrieden geben. Du redest so, als hättest du eine Chance. Außerdem finde ich das richtig gut. Und ich denke, Khan findet das auch richtig gut. Wenn Darth Malak jetzt hierher kommt, dann brauchen wir ihn nicht suchen. Ja, ich begrüße die Chance, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich begrüße, dass er sich mir stellen will. Das könnte für Khan überhaupt nicht besser laufen, denn Khan glaubt auf jeden Fall, dass er die Karten in der Hand hat. Er ist der Stärkere von beiden. Ja, nach all dem, was wir erlebt haben, nach all dem, was wir gesehen haben, nachdem er seine Schüler so mühelos auseinandergenommen haben, beziehungsweise seinen einen Schüler und Carlo Nord, habe ich keine Angst. Ja? Candorous? Ich meine, Carf? Ja, ich wünschte, du wärst Candorous, ja? Kümmere dich um den da hinten. Ja. Und Bastila, gib uns nochmal Meister Tapferkeit. Ich glaube, wir fliegen gleich ziemlich Granaten durch die Gegend. Also ich hoffe, wir überleben das gut. Ich hoffe, auch Khan rennt ein Stück weit rein. Na, hier liegt schon eine Plasmagranate, wenn ich das richtig sehe. Ja, das tat weh. Dann heil uns. Ja. So, du hast wirklich alle hier erwischt. Das ist sehr gut. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich mitmachen soll. Mit dieser Information. Klar. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wie war das? Dann drauf da. Elite-Truppe. Von wegen. Nochmal. Und dann mach nochmal ein paar Mal das da. Und dann kümmere dich wieder um die Jedis da vorne. Warte. Nochmal Wahnsinn. Ich gehe davon aus, ihr habt das da hinten alleine hinbekommen. Ja, habt ihr. Du kannst nochmal Heilung anwerfen. Warte mal, vielleicht sogar zweimal. Warum nicht? Ich hab ja die Macht. Da bricht mir ja kein Zacken aus der Krone. Und dann benutze ich jetzt meine Machtimmunität, weil ich habe sie gelernt und ich werde sie benutzen. Ja, auf dass ich vor Machtkräften dieser bösen Jedi geschützt bin. Und dann kümmere ich mich um den einen rechts. Und dann gehen wir weiter. Dann sehen wir weiter, ja. Saul, Wahnsinn. Schneiden werde ich in Scheiben. Oh ja, da kommt der Rest meiner Crew. Sehr schön. Es läuft gut. Ja, ich hatte nicht gedacht, dass das bei Saul Carriff funktioniert. Hier, nimm das. Aber einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Schon gar nicht jetzt. Also ich meine, wir werden dich einfach auseinandernehmen. Alle Mann zusammen. Du hast keine Chance, mein Guter. Hier bin ich. Na, wie war das? Ich werde vielleicht aber doch nochmal den Wahnsinn benutzen. Nur für den Fall, dass du... Oh, du bist tot. Sehr gut. Karth! Karth! Der Admiral. Er lebt. Ja. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Das denke ich auch. Wir bringen ihn um. Warum lebt er überhaupt noch? Ich habe ihn doch von hinten mit meinem Lichtschwert filetiert wie sonst was. Das gefällt mir nicht. Okay, lass dich nicht vom Hass überwältigen. Nein. Ignoriert ihn? Wir müssen hier raus, bevor Malak auftaucht? Nein. Lass dir Zeit. Ich will sowieso hier auf der Brücke auf Malak warten. Ja. Es ist nicht genau das, was ich sagen würde. Mir ist eigentlich ziemlich egal, wie viel der Admiral leidet. Aber wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Nein, Karth.
Nicht so. Lasst euch nicht vom Hass leiten. Begreift ihr nicht, wie dieser Mann mein Leben verpfuscht hat? Wisst ihr überhaupt, welches Leid er über mich gebracht hat? Sein Tod wird den Schmerz nicht lindern, Karth. Werdet nicht wie jene, die ihr verachtet. Karth! Muss euch etwas... Muss euch etwas sagen. Kommt näher. Das ist ein Trick, Karth. Nein, tu es nicht. Das er will dich beißen. Habt ihr nicht gewusst, was... Denk stets an meine letzten Worte, Karth. Denkt stets daran, wenn ihr jene anseht, die ihr für eure Freunde haltet. Er ist fort. Er sagte, aber das kann nicht sein, oder doch? Nein, das kann nicht sein. Saul, seid verflucht. Seid verflucht. Was hat er gesagt, Karf? Was hat er gesagt? Ich will's wissen, klar. Was hat er gesagt? Bastila, es stimmt, nicht wahr? Und ihr wusstet es. Ihr und der ganze verdammte Rat der Jedi. Ihr habt es die ganze Zeit gewusst. Karth, es ist nicht so, wie ihr glaubt. Wir hatten keine andere Wahl. Bitte, versteh doch. Dann lasst es mich verstehen. Worüber redet ihr? Was geht hier vor sich? Nicht hier, Karth. Bitte. Wir haben keine Zeit. Malak ist im Anmarsch. Das ist nicht der richtige Ort. Bitte, Karth. Ich bitte euch inständig, mir zu vertrauen. Nur noch dieses eine Mal. Anscheinend hat sie recht. Jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür, vor allem da er mich ignoriert. Wir kommen darauf zurück, wenn wir entkommen sind. Also ich meine, wenn Malak tot ist. Ja, man muss das hier positiver sehen. Ich vertraue euch, Bastila. Aber sobald wir von diesem verdammten Schiff runter sind, erwarte ich ein paar Antworten. Natürlich, Karth. Sobald wir die Ebenhawk erreicht haben, werde ich alles erklären. Euch beiden. Versprochen. Ach ja, bin ich jetzt plötzlich wieder im Team, oder was? Und ihr redet mit mir? Jetzt ist es zu spät, Jungs. So, und damit meine ich hauptsächlich das Mädel. Ich will looten. Ja, lass mich looten. So, 3,7000 Credits, und so sagt man das nicht. Und dieses tolle orangene Schild, ja. Oh, 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 es geht los. Da kommen neue Sith-Trooper, die wollen Granaten werfen. Lass das nicht zu, Scheiße. Der da hinten, habe ich den auch gekriegt? Ja, aber das ist noch ein dritter. Okay, das Spiel will mich auf jeden Fall hier raus haben. So sei es. Ja, ja. Oh, sehr schön. Das waren wohl Pussys. Die kann Karth alleine. Der ist sowieso wütend aus irgendeinem Grund. Ich schaue mich hier vorne um. Vielleicht gibt's hier ja... Oh. Ein Computerkontrollfeld? Ja, aber das habe ich nicht gesucht. Nein, ich habe weiteren Loot gesucht. Und einen Ausblick natürlich. Dun, 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 dun. Das muss man mal gemacht haben, wenn man auf der Brücke eines Sternenzerstörers steht. Wenn das hier ein Sternenzerstörer ist. Ich meine, Karth hat, glaube ich, gesagt, was für ein Schiff das ist. Ich glaube, ein Schiff der Interdiktor-Klasse. Aber das hat für mich keine Bedeutung. Ich bin kein ganz so großer Star-Wars-Nerd. Und es ist ja auch tausende von Jahren vor den Filmen. So, das hier wird nicht funktionieren. Das weiß ich aus Vorwissen. Wir können das System nicht knacken oder ein neues Ziel einprogrammieren. Das funktioniert einfach nicht. Die Option ist hier einfach nur so da, ne? Ja, da bin ich mir sicher. Was ist mit meiner Stimme los? Ich weiß nicht. Jetzt ist sie wieder besser, oder? Wir öffnen die Landungsdecktore und können damit dann mit der Ebonhawk wegfliegen. Ja? Warum auch immer wir das machen. Ich will ja eigentlich auf Lord Malak warten und ihm den Arsch quer aufreißen. Ja. Das wird nicht angenehm. Also für mich vielleicht schon, aber nicht für Lord Malak. All das Bravado. Wir werden sehen, was dahinter steht. Ja? Wir werden sehen, was dahinter steht. Ich muss nochmal gucken. Ja, wir spielen auf schwer. Das ist zwar nicht zu glauben irgendwie, aber naja, gut. Was soll's. Die Tür geht jetzt mittlerweile auch auf. Also wir müssen nicht die Raumanzüge nochmal anziehen, um zurückzumatscheln. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich das mal gemacht habe, weil ich es nicht besser wusste. Das war ein bisschen traurig. So, wir müssen eigentlich quer durch zum Aufzug, ja? Also müssen wir jetzt nach unten.
also nach links und dann, ach hallo, hallo Sif, ich kann euch sehen. Das werden wir gleich mal korrigieren. Haut ab. Ja, dunkle Jedis, ihr seid respawned, beziehungsweise ihr seid einfach jetzt, ihr seid wahrscheinlich die andere Schicht, ja. Oh, oh, deklassiert, Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es, eine absolut unzerstörbare Kraft der Zerstörung zu sein. Unaufhaltsam, und da kommt wieder so ein granatenwerfender Grenadier. Das ist sogar im Namen stehen. Aha, aber du hast keine Granate werfen können. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich hasse dich. Ich hasse dich, du hast eine Granate werfen können. So. Andererseits scheint keine explodiert zu sein. Also vielleicht vertue ich mich da auch. Bitte einmal in Scheiben schneiden. Die Sith da hinten haben nichts gedroppt, oder? Ach, da kommen immer mehr. Was ist denn hier los? Hör auf. Das war nur so eine Flashbang-Granate, hä? Tja, das war ein Fehler. Habt ihr irgendwelches Zeug dabei? Ich meine, ich habe mehr Geld, als ich eigentlich ausgeben kann. Und ich habe auch längst nicht alles Geld im Spiel verdient. Wobei... Oh, hallo. Mehr Sith. Ja, ich denke, wir erkunden dieses Gebiet nochmal komplett neu. Denn ich will ja schließlich die neuen Sith alle töten. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich meine, das schulde ich doch, Malak. Ja, dass ich all seine neuen Sith-Schüler in Scheiben schneide. Und wenn er dann tatsächlich hier eintrifft, dann kann ich ihm die servieren. Ja, so als kleine Vorspeise. Also ich gucke mich hier ein bisschen um. Ah, hallo Sith Grenadier. Und mach's gut, Sith Grenadier. Oh, der nächste. Ja. Wie werde ich dieses Problem nur lösen? So ungefähr. Sei froh, dass ich dich nicht angreifen kann, Hilfsdruide. Ja, sonst würde ich aus dir auch Hackfleisch machen. So, speichern wir nochmal das Spiel und benutzen den Aufzug in Richtung... Hangar, richtig? Richtig. Zum Glück ist das beschriftet. Ja? Stellt euch mal vor, das wäre nicht beschriftet. Ich müsste irgendeine Zahlenkombination mir merken. Das wäre fürchterlich, wäre das. Ja? So... Ab hier wird das Spiel jetzt, wird's jetzt wieder ein bisschen spannender, das weiß ich ja schon. Deswegen werde ich hier mal ein kleines Savegame einrichten im Fall eines Crashes. Ja, nennen wir das ruhig Crash-Vorsorge. Na, als kleine Versicherung. Candorus hier, wir haben die Wachen ausgeschaltet. Wir sind im Inneren der Ebonhawk, alle Systeme laufen. Sobald ihr bei uns auftaucht, können wir abhauen. Das ist gut. Danke für die Nachricht, mein Guter. Oh, ganze Armee von Sith-Leuten. Da geht Khan ganz nah ran. Und, oh, ja richtig. Was mache ich hier eigentlich? Benutzt sein Lebensabsaug-Todesfeld. Ja, ihr werdet alle leiden. Oh, das war laut. Das war wirklich laut. Meine Güte. Ich hoffe, das ist auf YouTube nicht ganz so laut. Aber der Schrei, der tat bei mir im rechten Ohr weh. Ja. Der letzte. Aber so ist das halt. So. Es ist nie zu spät oder nie zu wenig Zeit, um nochmal viel Zeug zu looten. Eine normale Tür. Ja, da oben leuchtet es rot. Das ist ein schlechtes Zeichen. Oh, hi! Ein dunkler Jedi-Meister. Dann wollen wir mal schauen, ob du auch wahnsinnig bist für mich. Oder wirst für mich. So, du machst die Tapferkeit an. Du gehst... Ist das eine Dame? Vielleicht. Schlag sie kaputt. Hier bin ich. Aha! Das hat funktioniert, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Was? Wo werdet ihr ausgebildet? Hä? Auf Korriban? Da muss ich mich mal heute beschäftigen mit dem Schulsystem auf Korriban, weil das scheint hier alles, das scheint hier fürchterlich schlecht zu sein. Die Kerle, die sterben ja so einfach, das hatte ich noch nie so. Ne? Das war immer ein bisschen schwieriger als das hier gerade. Aber
ich muss auch sagen, der Plan für meinen Charakter diesmal war auch ein sehr guter. Ja, das gefällt mir richtig. Dass ich die Leute alle wahnsinnig machen kann. Und das ist anscheinend auch eine sehr starke Art und Weise zu spielen. So. Habt ihr euch das nochmal überlegt? Nee, ihr habt immer noch nichts zu looten. Aha. Was kann ich tun? Ja. Aha. Was kann dich ich will tun? Ich. Du kannst... Ach komm, was klicke ich denn hier? Du kannst das da mal machen, ja? Damit du endlich wieder voll bist von der Gesundheit her. Und dann werde ich nochmal... Hier... Na komm. Die Crash-Vorsorge überschreiben. Ja? Und dann gehen wir hier hoch. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Machen wir nochmal Quicksave, warum nicht? Ach! Mit euch habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Hallo, wie schön, dass ihr hier seid. Nicht wirklich, aber naja. Man kann es ja mal sagen, aus Höflichkeit. Bastila, mach Geschwindigkeit an. Und dann will ich, dass du da reingehst und die alle tötest. Ja? Genauso wie Khan. Er macht jetzt auch Geschwindigkeit an. Dann rennen wir hier ein bisschen rein. Setzen hier nochmal einen Wahnsinn. Damit ich auch wirklich alle erwische. Und dann fangen wir an, die Leute abzumetzeln. Bastila mit Geschwindigkeit ist auch eine sehr starke Person. Die Macht ist auf meiner Seite. Ja, die Macht ist auf jeden Fall auf unserer Seite, weil auf deren Seite kann sie nicht gewesen sein. So einfach, wie die hier gerade gefallen sind. So. Das Looten dauert länger als die Kämpfe. Es ist schon irgendwie lustig, ja. Überlegt euch das nochmal gut. Sith-Soldaten der Zukunft, überlegt euch das nochmal gut. Ihr habt eigentlich keine Chance. Oh, da ist die Ebon Hawk. Ihr habt eigentlich keine Chance. Selbst wenn ihr die Leute, die Helden, die Protagonisten gefangen nehmt, werden die entkommen und euch alle auf dem Weg nach draußen in Scheiben schneiden. Oh, war ich hier schon dran? Da würde ich mich nicht freiwillig melden, um zum Sith ausgebildet zu werden. Ja, Sith willst du eigentlich nur sein? Ich weiß gar nicht, wann du Sith sein willst. Na egal. Okay. Geschwindigkeit. Und hier geht's jetzt, glaube ich, los. Darth Malak höchstpersönlich. Darth Malak! Runter damit! Ach, Karf, du bist so süß. Ich hoffe, ihr wolltet mich nicht so schnell wieder verlassen, Bastila. Es hat mich viel zu viel Mühe gekostet, euch und eure Gefährten in die Finger zu bekommen, als dass ich euch jetzt schon wieder laufen ließe. Außerdem wollte ich mit eigenen Augen sehen, ob es stimmt. Aber selbst jetzt kann ich es kaum glauben. Verratet mir, warum die Jedi euch verschont haben. Ist es Rachsucht, die euch zu diesem Wiedersehen trieb? Hä? Was meinst du, die Jedi haben mich verschont? Das ist der große Luke, ich bin dein Vater-Moment dieses Spiels. Ja? Wovon redest du? Was denn? Soll das heißen, ihr wisst es gar nicht? So viel Zeit und ihr habt das Rätsel noch immer nicht gelöst? Ich hatte mich schon gefragt, wie lange eure Augen vor der Wahrheit verschlossen bleiben würden. Einiges von dem, was ihr einst wart, muss doch inzwischen wieder an die Oberfläche gekommen sein. Selbst die gesammelte Macht des Rates der Jedi konnte eure wahre Identität nicht für immer verdecken, was? Die Jedi töten ihre Gefangenen nicht. Niemand. Und sei sein Verbrechen noch so verwerflich, hätte dies verdient. Der Rat akzeptiert normalerweise keine Erwachsenen für die Ausbildung, aber ihr seid eine Ausnahme. Man sagt, die Macht könne fürchterliche Verheerung des Geistes anrichten. Angeblich kann sie Erinnerungen auslöschen und die eigene Identität vernichten. Tatooine? Kashyyyk?
Manan. Korriban. Revan besuchte diese Welten, um dort nach Hinweisen auf das Versteck der Sternenschmiede zu suchen. Der Verlockung der dunklen Seite ist sehr schwer zu widerstehen. Ich fürchte, die Suche nach der Sternenschmiede könnte euch auf einen Pfad führen, der euch nur allzu vertraut ist. Gibt es eine stärkere Waffe, als den Feind für die eigene Sache zu gebrauchen? Ihr eigenes Wissen gegen ihn zu verwenden? Ihr könnt eure Vergangenheit nicht verleugnen, Revan. Gesteht euch ein, dass ihr einst der dunkle Lord wart. Und macht euch klar, dass ich euren Platz eingenommen habe. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Khan war schon immer Revan, von Anfang an. Er wurde gar nicht getötet, sondern der Jedi-Rat hat nur seinen Geist zerstört. Aber... ja, um ihn dann zu benutzen, die Sternenkarte zu finden, um Malak aufzuhalten oder Malak. Aber vieles in dem Spiel macht dadurch jetzt mehr Sinn. Und das ist eine der schönsten Enthüllungen überhaupt in einem Computerspiel, die ich je gesehen habe. Ne? Ist ein richtig toller Moment und ich wünschte, ich könnte ihn wirklich nochmal erleben. Weil beim allerersten Mal bin ich, glaube ich, vom Stuhl gefallen. Ja. Ich habe es nicht vermutet. All diese kleinen Hinweise, die man bekommt, als der Jedi-Rat über einen spricht, die man, wenn man das weiß, erfährt, oder die, wenn man das weiß, wahrnimmt, die habe ich alle übergangen. Das ist in meinen Kopf nicht reingegangen. Diese kleinen Hinweise von wegen ein allzu vertrauter Pfad und so Zeugs, das habe ich alles nicht gesehen beim allerersten Mal. Also für mich hat das wunderbar funktioniert. Und mein Jedi war ein richtig guter Kerl, ein richtig netter Kerl. Und er stand dann hier plötzlich und dann kam raus, dass er mal Revan war. Hätte ich nie mitgerechnet. Nie! Wie ist das möglich? Erinnert ihr euch nicht, Revan? Die Jedi hatten uns eine Falle gestellt. Sie lockten uns in eine Schlacht gegen eine kleine Flotte der Republik. Während des Kampfes enterte dann eine kleine Gruppe von Jedi-Rittern euer Schiff. Sie nahmen euch gefangen und der Rat benutzte die Macht, um euren Verstand umzuprogrammieren. Sie löschten eure Identität aus und benutzten euch gegen eure eigenen Anhänger. Also willst du damit sagen, dass ich in Wahrheit dein Meister bin? Das habe ich ja schon immer gefühlt, aber ich find's gut auch nochmal, das bestätigt zu wissen. Einst habe ich euch gedient, Revan. Aber ich wusste immer, dass der Titel des Dunklen Lords eines Tages mir gehören würde. Als das Jedi-Einsatzteam dann euer Schiff enterte, war meine Stunde gekommen. Ich befahl meinen Schiffen, auf eure Brücke zu feuern. Ich hoffte, ich könnte all meine Gegner mit einem einzigen glorreichen Sieg ausschalten. Ich hätte nie gedacht, dass die Jedi euch lebendig aus den Trümmern bergen würden. Ach du meine Güte, du hast mich also getötet. Warum die Jedi mich nicht einfach getötet haben, das werde ich gar nicht erst fragen, weil sie Weicheier sind. Warum? Warum hast du mich verraten? Ich war doch so ein toller Jedi-Meister. Und du bist so inkompetent, ja? Ihr meint, warum ich euch verraten habe, Revan? Ihr wart es doch, der mich die Regeln der Sith gelehrt hat. Der Stärkste muss herrschen, wenn wir überleben wollen. Ihr wusstet, ich würde euch eines Tages herausfordern, doch ihr habt mich unterschätzt.
Ich habe früher zugeschlagen, als ihr es erwartet habt, und mir den Thron der Sith mit einem einzigen brillanten Schlag geschnappt. Okay. Ich will nicht sagen, dass ich ihm nicht glaube, das heißt, wir fragen jetzt dann doch, warum die Jedi mich nicht einfach getötet haben, in der Hoffnung, dass das woanders hinführt. Die Jedi sind Narren. Sie exekutieren aus Prinzip keine Gefangenen. Ursprünglich hatte ich angenommen, ihr wärt in der Schlacht gefallen. Ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht ich war, als ich hörte, dass ihr noch lebt, Revan. Ja, Bastila, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast mich die ganze Zeit belogen und ich dachte, ich wäre der Mann in der Beziehung hier. Es ist wahr. Ich gehörte zu dem Team, das Revan gefangen nehmen sollte. Euch gefangen nehmen sollte. Als Malak auf das Schiff feuerte, wurdet ihr schwer verletzt. Wir hielten euch für tot. Euer Geist wurde zerstört. Doch ich verwendete die Macht, um den letzten Funken Leben in eurem Körper zu bewahren. Ich brachte euch zum Rat der Jedi. Dort hat man euren beschädigten Geist wiederhergestellt. Das würde unsere Verbindung erklären. Warum erinnere ich mich nicht an mein altes Leben? Oder frage ich nach den falschen Erinnerungen, die mein Charakter hat? Der war ja der Meinung, er wäre ein Schmuggler gewesen. Der irgendwas getan hat. So genau war ihm das nie klar. Jetzt im Nachhinein. Ja, gut, meine alten Erinnerungen werden weg sein. Warum ist meine Revan-Erinnerung weg? Genau, gute Frage. Habt ihr da was gemacht? Habt ihr da was gelöscht, um mich gefügiger zu machen? Der Rat der Jedi hat euren verletzten Verstand nicht geheilt, Revan. Sie haben ihn nur mit einer anderen Identität neu programmiert. Einer Identität, die der Republik treu ergeben war. Sie haben versucht, euch zu ihrem Sklaven zu machen. Was ist diese dritte Frage da unten? Warum würde ich die stellen? Ja, das hat er doch gerade beantwortet. Die Revan-Identität wäre wahrscheinlich nicht zur Kooperation bereit gewesen. Also, du hast mich die ganze Zeit belogen, Bastila. Ja, das klang jetzt auch irgendwie... klang jetzt gerade komisch. Bisschen betrunken, ne? Ich wollte es euch sagen, doch der Rat hat es mir verboten. Man befürchtete, ihr könntet zur dunklen Seite zurückkehren, solltet ihr eure wahre Identität erfahren. Aber jetzt kennt ihr die Wahrheit, Revan. Der Rat ist bei dem Versuch, euch zu versklaven, gescheitert. Der Wille eines Sith-Lords lässt sich nicht so einfach manipulieren. Ich nehme dich trotzdem nicht zurück. Ja, auch wenn du mir jetzt schmeichelst. Wir beide sind fertig, Malak. Ich werde dich jetzt gleich hier töten. Bastila, du bist nicht besser als die Sith. Diese ganzen Fragen hier, die können Khan mal. Khan war immer der Meinung, er wäre in Kontrolle. Das wäre sein Schicksal und er würde es schmieden. Aber nein, Kräfte von außerhalb haben ihn gesteuert und ihn machen lassen, was sie wollten. Und jetzt wird er sich erst dieser Ketten bewusst? Ja, das geht überhaupt nicht. Also, Bastila, du bist nicht besser als Malak. Wie könnt ihr sowas sagen? Malak hätte euch fast umgebracht. Aber der Jedi-Rat gab euch eine zweite Chance. Er gab euch die Chance, euch zu beweisen, indem ihr die Sith besiegt. Eine vorschnelle und vergebliche Hoffnung. Die dunkle Seite ist zu stark. Meine Macht zu groß. Selbst mein früherer Meister ist heute kein Gegner mehr für mich. Ein winziger Teil von mir hat es immer bedauert, dass ich euch verraten musste. Ich wusste, einige würden immer glauben, dass ich aus Feigheit so gehandelt hätte, aus Angst, mich euch zu stellen. Doch nun hat das Schicksal mir eine zweite Chance gegeben. Sobald ich euch im Kampf besiegt habe, wird niemand mehr mein Recht auf den Thron der Sith anzweifeln. Mein Triumph ist dann vollkommen. Weißt du, warum die Leute dich für feige halten? Weil dein Plan, Revan zu töten, total feige war. Du wartest, bis er in einem Kampf ist mit einer anderen Gruppe und dann ballerst du hinterhältig auf sein Schiff. Das schreit ganz laut, ich will keinen fairen Kampf, weil ich die Hosen voll hab. Ja? Meine Güte, ich bin immer noch am Leben, trotz deiner feigen Aktionen, und jetzt werde ich dein Leben beenden. Der Rat der Jedi hat einen Fehler gemacht, als er euch leben ließ.
Ich werde nicht den gleichen Fehler begehen. Wir werden das alleine regeln. Auf die traditionelle Art der Sith. Meister gegen Schüler. So wie es sein soll. Oh, er betäubt meine Gruppenmitglieder mit einer Story-Power. Und dann macht er sowas wie Machtimmunität, denke ich. Ich habe kein Heads-Up-Display im Moment. Ich werde das Spiel nochmal speichern unter Vorsorge 2. Ja, man kann schließlich nie genug vorsorgen. Ja, hier fehlt mein komplettes Heads-Up-Display. Was ein bisschen doof ist, um ehrlich zu sein, weil ich würde gerne Machtkräfte wirken. Ja, und ich glaube, das geht nur, wenn ich hier unten draufklicke. Da gibt's keinen... wartet mal eine Sekunde. Ich krieg das vielleicht hin. So, das sieht doch schon viel besser aus. Wir haben hier unten wieder meine Machtkräfte und da kann ich mich jetzt ordentlich immun machen, ja? Ich denke, ich mache mich auch immun gegen Machtkräfte. Nicht wirklich immun, aber ich mache es für Melek schwerer, mit seinen Machtkräften zu mir durchzudringen. Und das ist ja alles, was zählt. Und dann werde ich Meistergeschwindigkeit anwerfen. Worauf er irgend sowas Würgendes, glaube ich, gerade gemacht hat, dem ich widerstanden habe. Na? So. Dann nehme ich einen Energiesch... Nee. Ich hau dich einfach in Stücke. Energieschild. Was für ein Mädchen bin ich denn, ne? Stirb, Melek! Hey! Schummler. Und jetzt rennt er weg. Ja, wirklich ein feiger Schüler, den ich da habe. Hey, ihr beide. Ich jag dann mal meinen ehemaligen Schüler, während ihr... hier dumm rumsteht, hä? Ich nehme noch eins. Meine Güte, Medipacks machen bei mir überhaupt nichts. Benutzen wir diesmal ein Energieschild noch zusätzlich? Ja, denn das ist gut und toll und Lauf. Und wir müssen seitlich rundrum. Den geraden Weg zu ihm, der steht uns nicht offen, leider. Ich glaube, auch der Weg steht uns nicht offen. Kein Problem! Nicht geklappt. Nee, das ist alles zu. So, nochmal Geschwindigkeit. Und dann hole ich dich, Melek, du Feigling. Oh, wo bist du? Warte mal, jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Melek! hier rein. Oh Gott. Ja, hier rein. Oh. Denkst du, du wärst cool oder was? Ich probiere es mal. Er hat Angst und ich habe ihn umgebracht. Flawless Victory. Es ist noch nicht vorbei, Malak. Eure Freunde geben nicht leicht auf, Revan. Ihr konntet schon immer gut Loyalität in euren Mitstreitern wecken. Aber selbst zu dritt könnt ihr nichts gegen meine Macht ausrichten. Für die Jedi. Ich halte Malak auf. Ihr beide verschwindet von hier. Findet die Sternschmiede. Nein, Bastila, er ist viel zu stark. Nein! Die Tür ist verschlossen. Wir kommen hier nicht durch. Los jetzt, wir müssen zu Ebonhawk. Das ist für mich die größte Story-Schwachstelle auch im Spiel gleichzeitig. Weil das war selbst beim ersten Charakter so, wo ich noch keine Ahnung hatte, wie das Spiel wirklich funktioniert, dass Darth Malak hier an diesem Punkt viel zu einfach war. Das kenne ich gar nicht anders. Aber gut, es ist ein Kampf, wo der Hauptcharakter alleine gegen ihn kämpfen muss. Der wird dann so designt sein, dass man den auch schaffen kann. Ja, schließlich hat man limitierte Optionen, das zu tun. Ich will aber immer noch Bastila helfen. Weißt du, der ist verwundet. Ich habe das Gefühl, ich kann ihn töten. Bastila hat gegen Malak keine Chance, aber wir können ihr nicht helfen. Nicht hier. Wir müssen von diesem Schiff runter und die Sternenschmiede finden. Dort liegt der Schlüssel, um den dunklen Lord zu besiegen. Bastila opferte sich selbst, damit wir entkommen konnten. Dieses Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Los jetzt! Was auch immer du meinst. Gut. Dann gehen wir jetzt halt in... In welche Richtung gehen wir jetzt? Oh mein Gott. Wer hat das gebaut und wofür? Ja, wofür existieren diese komischen Gänge hier? Ich habe keine Ahnung. Niemand weiß das. So, Carf. Ich speichere nochmal das Spiel. Naja, ich habe Angst vor Crashes. Speichere mal das unter einem neuen Punkt.
Ja. Wobei, es ist lange nicht mehr abgestürzt. Ich bin da wirklich sehr glücklich im Moment, was das angeht. Aber jetzt steht die Flucht an. Lauf. Okay. Sehr schön. Da ist die Ebonhawk und wir rennen zur Ladera. Ich hasse dieses Jäger-Minispiel, aber, warte mal, ich habe schon eine gute Anzahl von Jägern direkt am Anfang getötet. Der Trick, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, in diesem Jäger-Minispiel besteht darin, anzufangen zu ballern, während der Ladebildschirm noch da ist. Bastila, was ist auf dem Schiff passiert? Wir trafen auf Malak. Er hätte uns umgebracht. Doch Bastila opferte sich. Wir konnten mit knapper Not entkommen. Du meinst, sie ist... sie ist tot? Ha! Malak würde sie nicht töten. Er will ihre Kampfmeditation gegen die Republik einsetzen. Wenn sie der dunklen Seite verfällt, sind die Sith unbesiegbar. Auf jeden Fall, ja. Warte mal. Wo bin ich? Khan ist wahrscheinlich ein bisschen geschockt von all den Enthüllungen und von all dem, was das jetzt bedeutet. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Gewalt schon ein Ende hat, denn die Leute auf meinem Schiff könnten sich jetzt gegen mich stellen. Sie hätten guten Grund dazu. Ich bin der Meinung, wir müssen Bastila retten, aber auf mich hört ja niemand. Nicht so eilig. Wir haben hier noch eine wichtigere Angelegenheit zu klären. Wir alle haben ein Recht darauf, die Wahrheit über euch zu erfahren. Wollt ihr es ihnen erzählen oder soll ich das tun? Okay. Sag ein Wort und du bist tot. das funktioniert nicht. Jetzt muss ich gerade drüber nachdenken. Jetzt muss ich echt drüber nachdenken. Ich meine, das kommt ja sowieso raus im Prinzip, ja. Spätestens wo Malak jetzt weiß, dass, ich es nicht wusste, nimmt er wahrscheinlich an, dass meine Kameraden das nicht wissen und könnte dadurch versuchen, dass er das, könnte versuchen, das zu bekannt zu machen, um, nee, er kann das nicht bekannt machen eigentlich, darf, Malak muss das geheim halten, dass ich Revan bin, weil wenn er das nicht geheim hält, dann könnte es sein, dass es eine Revolte gibt, alleine durch das Wissen, dass er mich nicht hat töten können, ja? Ich bin ja quasi sein Albtraum, er muss ja geheim halten, dass ich Revan bin. Weil wenn seine Unterlinge rausfinden, dass der wahre Sith-Lord noch am Leben ist, dann ist sein Thron nicht sicher. Also würde er das wahrscheinlich nicht leaken. Also könnte ich versuchen, das geheim zu halten. Ja? Ich wollte erst sagen, dass Darth Malak das meiner Crew verraten kann, um uns auseinanderzutreiben. Aber da habe ich mich ja gerade vom Gegenteil überzeugt. Darth Malak wird mein Geheimnis für sich behalten. Der will das nicht wissen. Der will nicht verbreiten, dass Revan am Leben ist. Will ich Karf bedrohen? Bin ich bereit, ihn umzubringen? Ich kann ihn hier nicht umbringen. Ich kann ihn nicht am Reden hindern. Soll ich jetzt mein Lichtschwert ziehen und ihm den Kopf abschlagen und dann? Dann stehe ich schlechter da als vorher. Ich bin wohl Darth Revan. Besser, wenn ihr es von mir hört. Revan? Wovon redest du? Soll das ein Witz sein? Das ist kein Witz.
Der Rat der Jedi nahm Revan gefangen, löschte den Verstand des dunklen Lords aus und programmierte ihm eine neue Identität ein. Saul Karras erzählt es mir auf der Leviathan. Bastila hat es mir bestätigt. Du bist Darth Revan? Das ist hart. Kannst du dich noch erinnern, dass du mal der dunkle Lord warst? Nein, überhaupt gar nicht. Kein bisschen. Und schon gehen die Lügen los. Es war offenkundig, dass eure Erinnerung wieder einsetzte, als Malak euch mit der Wahrheit konfrontierte. Vielleicht nur bruchstückhaft, aber da war etwas. Nur ein paar Bilder? Das ist alles? Mehr nicht? Dann ist ja alles in bester Ordnung. Wenn du dich nicht mehr an dein Leben als Revan erinnerst, spielt deine Vergangenheit keine Rolle mehr. Du bist die Person, die du jetzt bist, richtig? Natürlich spielt das noch eine Rolle. Wer sagt uns denn, dass die alten Erinnerungen nicht wieder hochkommen? Woher wollen wir wissen, dass Revan sich nicht plötzlich gegen uns wendet? Während wir Malak auf den Fersen waren, saß ein früherer Sith-Meister direkt neben uns, lauschte all unseren Plänen und Geheimnissen. Welchen Geheimnissen, Karf? Welche Pläne? Du bist ein Einfallspinsel. Ach du meine Güte. Was sagen wir jetzt hier? Also da die Du-bist-ein-Einfallspinsel-Option nicht hier ist... Ich bin gerade wieder sehr überheblich und ich genieße es total. Ich hab das Gefühl, Khan ist ein toller Charakter. Ja, ich liebe dich, Khan. Ich sehe nicht, was das ändert. Du willst Malak aufhalten und ich werde Malak aufhalten. Also entweder du kommst mit mir oder du steigst aus. Ich sehe in dir nicht den dunklen Lord der Sith, sondern einen Freund, der mit uns durch dick und dünn gegangen ist. Vergiss nicht, Malak wollte Taris zerstören. Oh, das Fellknäuel ist auf meiner Seite. Nicht, dass deine Meinung zählt, Sklave, aber danke. Bigzet und ich bleiben bei dir. Wir verdanken dir unser Leben. Wir werden dich jetzt nicht verlassen. Wie könnt ihr sowas sagen, Mission? Die Sis haben meine Heimatwelt in Schutt und Asche gelegt. Revan hat mir meine Familie genommen und mein Leben zerstört. Jeder weiß, dass Malak den Befehl gab, eure Leute anzugreifen, Karth. Dafür könnt ihr Revan nicht verantwortlich machen. Jetzt ergibt das erst einen richtigen Sinn, Revan. Ich habe euch beobachtet und sah eure Grausamkeit, eure dunkle Seite. Und nun das. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Kann das überhaupt einer von uns? Ja, Karf, ich sehe nicht, was du für eine Wahl hast. So eine Art Intervention wird's nicht lösen. Das macht man bei Sith Lords nämlich nicht. Jolie, du bist alt und weise? Ich wollte erst senil sagen, aber du bist alt und weise, richtig? Wie geht's, wie steht's bei dir? Was denkst du? Tja, ich wusste immer, wer du bist, aber es war nicht meine Aufgabe, es dir zu sagen. Aber es ist gut, dass du es endlich weißt. Ändert das etwas? Ich bin nicht hier, um über dich zu richten. Du wirst tun, was du tun musst. Und ich helfe dir dabei. Was denkst du, Candorous? Du bist doch jetzt bestimmt noch mehr verliebt in mich, oder? Ihr habt die Clans der Mandalorianer im Krieg besiegt, Revan. In der ganzen Galaxis gab es niemanden, der uns sonst hätte übertreffen können. Wir haben weder vorher noch nachher jemanden wie euch getroffen. Wie könnt ihr überhaupt fragen, ob ich euch folgen will? Was immer ihr bekämpfen wollt, ist meine Fähigkeiten wert. Ich bin euer Mann bis zum Ende, Revan. Gleichgültig, wie das hier ausgeht. Sehr gut, das war genau die Antwort, die ich wollte. Dann fragen wir die eine Blechbüchse. Ja, T3, du nutzloses Stück Metall. Du wirst mich doch nicht verlassen, oder? Das habe ich mir gedacht. Ich wusste, dass der kleine Kerl zu dir halten würde. Druiden sind nicht nachtragend. Oh, HK-47 ist schon nachtragend hin und wieder. Kommentar. Ich empfinde etwas sehr Ungewöhnliches, Meister. Was? Hat sich jetzt dein Emotionschip aktiviert und du willst mir deine unendliche Liebe gestehen? Antwort. Mein gelöschter Kernspeicher wird aktiviert. Ich glaube, ich habe eine Art Heimkehrsystem, Meister. Ach ja. Ich zerstöre dich. Nein. Ich bin sehr aufgeregt gerade. Ich finde das gerade richtig cool. Ich habe gerade Spaß ohne Ende. Was für ein Heimkehrsystem? Erklär mir das.
Bemerkung. Das Heimkehrsystem ist eine Subroutine meines Neutralisierungsprogramms. Es ist wohl doch nicht vollständig deaktiviert. Offenbar stellt das Heimkehrsystem meinen gelöschten Kernspeicher wieder her, wenn ich zu meinem ursprünglichen Meister zurückkehre. Revan war dein ursprünglicher Meister? Das ist ein Riesenzufall. Beziehungsweise, es gibt ja keine Zufälle. Es ist ja alles von der Macht irgendwie gesteuert, dass du zu mir zurückfinden würdest und dass wir wieder vereint sind. Also, Revan war dein ursprünglicher Meister? Bestätigung. Richtig, Meister. Nach den Sith-Richtlinien muss der Speicher eines Droiden vor einem Einsatz gelöscht werden und wird nach seiner Rückkehr wiederhergestellt. Ich bin zu euch zurückgekehrt und stehe euch mit allen Funktionen zu Diensten. Es ist mir eine große Freude, euch wiederzusehen, Meister. Ich freue mich auch. Ne? Ich freue mich auch. Ich hab dich gefunden und nicht du mich. Ja, das ist mir egal. Das klingt logisch. Bemerkung. In der Tat. Ich hoffe, dass wir bald wieder die Gelegenheit bekommen, gemeinsam zu kämpfen, Meister. Wow, wer hätte das gedacht? Vergesst nicht, dass wir hier von der Macht reden. Wenn jetzt Malak persönlich vom Himmel fiele, würde ich nicht mal mit der Wimper zucken. Gutes Argument. Vom Himmel? Da würde ich aber mich schon wundern. Wo ist denn hier der Himmel? Also ich meine im Schiff hier gerade. Wir sind gerade im Weltraum, oder? Also, Kaf. Wie formuliere ich das am besten? Du bist doch jetzt, du willst dich doch nicht gegen die gesamte Gruppe stellen, oder? Die anderen scheinen euch zu vertrauen. Und ich sehe keinen anderen Weg, wie wir die Sith sonst aufhalten könnten. Malak ist unser Hauptfeind in diesem Spiel, nehme ich an. Welche Wahl habe ich also? Hey, das ist kein Spiel, Kaf. Das ist ernst. Da habt ihr recht, du hast keine Wahl. Und ich hab hier das Sagen. Das ist perfekt formuliert, das ist genau das, was ich sagen würde. Keine Bange, ich bin Soldat. Ich lasse mich nicht von persönlichen Gefühlen leiten, die dem Erfolg unserer Mission im Wege stehen könnten. Aber vergesst nie, dass ich einen heiligen Eid geschworen habe, die Republik zu verteidigen. Solange diese Mission noch nicht beendet ist, stehe ich an eurer Seite. Aber ich werde es nicht zulassen, dass ihr die Republik verratet. Das war's dann also. Machen wir weiter. Wir müssen immer noch eine Sternenkarte auskundschaften, wenn wir diese Sternenschmiede finden und Bastila retten wollen. An die Arbeit, bevor es zu spät ist.